Hallo und willkommen zu deiner nächsten Coaching-Einheit. Immer wenn wir uns mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzen, dann stoßen wir irgendwann mal unweigerlich auch auf Kommunikationsmodelle oder Kommunikationstheorien. Und diese Modelle, das sind im Prinzip nichts anderes als wissenschaftliche Erklärungen oder Theorien, die uns Kommunikationsprozesse auf meist bildlicher Darstellung näher bringen, damit wir es einfach besser verstehen. Und einige dieser Theorien besprechen wir auch im Grundlagenkommunikationstraining. Sie haben sich über Jahrzehnte etabliert und sind es unbedingt wert, dass wir auch darüber sprechen. Hier ein Überblick über die bekanntesten Kommunikationsmodelle. Erstens das Sender-Empfänger-Modell von Shannon and Weaver. Zweitens das Organon-Modell von Karl Bühler. Drittens das Eisberg-Modell, und das wird in Verbindung gebracht mit Ernest Hemingway, Wilfredo Pareto, Sigmund Freud, Ruchzimpardo. Das ist also quasi eine Gemeinschaftsproduktion, wenn du so willst. Viertens die fünf Axiome nach Watzlawick. Fünftens das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun. Sechstens das NLP-Modell Wendler und Grinder. Und als siebtes die Transaktionsanalyse von Eric Byrne. Im Grundlagenkommunikationstraining besprechen wir die vier bekanntesten davon. Das ist einmal das Sender-Empfänger-Modell, das Eisberg-Modell, die fünf Axiome von Watzlawick und das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Diese vier Kommunikationsmodelle, die decken fast alles ab, was du für eine erfolgreiche Kommunikation benötigst. Und in Kombination mit Fragetechniken, Einwandbehandlung, aktives Zuhören oder der Bedürfnispyramide, die wir ebenfalls alle im Kurs besprechen, bist du bestens ausgestattet. Übrigens, das NLP-Modell, das beziehe ich in den einzelnen Coaching-Sessions immer mit ein. Du lernst also auch einen Teil der Psychologie kennen und verstehst, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Und wenn du das gezielt einsetzt, dann wirst du zukünftig noch mehr das bekommen, was du möchtest. Und wenn du im Bereich Verkauf oder Mitarbeiterführung tätig bist, dann hilft es dir dabei, zufriedene Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen für deine Ideen und Vorschläge zu gewinnen. Funktioniert natürlich im privaten Bereich ganz genauso. Schau dir aber bitte auch unbedingt das Video oder das Coaching Umsetzung und Handlung mehrmals an, damit du die Inhalte auch in deinen Alltag integrieren kannst. Denn nur wenn du es ausprobierst, wird es auch funktionieren. Und Bildung bedeutet nicht, dass man viel lernt. Bildung bedeutet, dass man das, was man gelernt hat, auch umsetzt. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal, dein Uwe.